Was für eine Achterbahn. Am Ende dann doch noch der Punkt mit der Chance zum Sieg am Ende. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, also auf der einen Seite natürlich jetzt erstmal froh, dass wir noch den Punkt geholt haben. Auf der anderen Seite schon auch enttäuscht, wenn man gerade in der ersten Halbzeit sieht, wir führen mit 6 und dann haben wir einfach eine zu lange Phase, in der wir nicht mehr richtig den Zugriff bekommen in der Abwehr und im Angriff uns, ich denke, zu wenig bewegt haben und dadurch einfach nicht die Torchancen erspielt haben, die wir hätten können und dann halt auch ein paar Dinge einfach verworfen haben. Also deswegen, ja, wenigstens ein Punkt und weiter geht's. Es war Nervenkitzel pur. Also erstmal kann man sagen, dass wir wieder uns gut zurückgekämpft haben. Das ist ein positiver Aspekt. Klar, es ist ärgerlich, aber es ist nun mal so. So ist der Sport. Wir hatten einen mega guten Start, haben gut in die Partie gefunden, haben uns da einen Vorsprung von 12-6 Toren aufgebaut und dann lassen wir die Koreanerinnen durch einfache Fehler einfach wieder rankommen. Also ich finde, dass, wenn man was Positives rausziehen kann, ist es wirklich, dass wir die kleinen Fehler machen. Und ja, das, wenn wir das abstellen, ich finde, wir haben eine richtig gute Mannschaft. Wir kämpfen füreinander, wir fighten, beißen und ja, manchmal einfach die Fehler abstellen. Ja, das Spiel, wer das Spiel gesehen hat, wir hatten heute einen Traumstart. Wir standen super in der Abwehr. Wir haben Pässe zum Kreis abgefangen. Wir haben Tempospiel nach vorne gemacht. Wir hatten die völlig von der Rolle. Wir haben uns dann doch, ich denke auch unter Einfluss von doch viele Zeitstrafen, die wir in der ersten Halbzeit schon hatten, ein bisschen im Angriff verunsichern lassen. Das hat dann auch in der Abwehr ein bisschen mitgewirkt. Da haben wir das Tempospiel nicht mehr gemacht. Wir haben, glaube ich, von 12-6 erstmal ganz lange kein Tor mehr geworfen, weil wir vorne einfach nicht die Lücken gefunden haben. Wir sind zu viel aus dem Stand, haben wir Angriff gespielt. Und ja, dann haben wir trotzdem weitergekämpft. Wir haben viele Aufstellungen versucht, zu gucken, wer ist denn heute gut im Spiel drauf. Und letztendlich haben wir dann in der Schlussphase über den Kampf doch noch uns den einen Punkt erkämpft, obwohl wir da auch schon 3 hinten waren, glaube ich. Und ja, da muss man damit zufrieden sein, aufgrund des Spielanfangs natürlich nicht. Aber gut, insgesamt, wir haben einen Punkt gegen Korea geholt. Wir hätten auf mehr gehofft. Also wir hatten, glaube ich, über weite Strecken, vor allem in der Anfangsphase, haben wir wirklich super gespielt. Wir waren nur nicht in der Lage, als es ein bisschen hektischer wurde, die Ruhe zu bewahren. Und wir hatten auch heute nicht die Leute, die mal eben, so wie es dann vorgestern Emily Birk gemacht hat, mal eben die Tore leicht reintut. Wir haben viele Freie verworfen. Zum Glück hatten wir zum Schluss die Angriff wieder, die Abwehr wieder in Ordnung und konnten somit auch wieder Tempo nach vorne spielen und damit auch den Punkt, denke ich, verdient.